Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ohrschneider quatscht mir dazwischen. Sag ich dazu. Hallo, So, Entschuldigung. ja, wir sind hier in GT New Horizon auf dem Tulpenfeld. Wir werden die nächste Weltwirtschaftskrise ausrufen. Blümchen. Moment, ich hab mir was geschworen. Aua. Ich hab dir gerade in der Schaufel eine drüber Komm mit, gezogen. Kuh. Komm, Kuh. Die Kuh kommt mit. Du brauchst dich gar nicht so beschweren. Komm mit. Schmeiß die einfach weg. Mensch, du bist ja eine intelligente Kuh. Bist gleich komplett mitgekommen. Nicht wie die blöden Schafe da drüben. Ich suche gerade die zweite Kuh. Hier unten. Komm, Kuh. Ach, Komm, da hinten Kuh. sind noch welche. Hinten ist noch Schwein. Ich habe schon wieder meinen Magneten an. Hier rein, Kuh. Komm, Kuh. Es gibt die Ohrschneiders, die länger brauchen, bis da was kommt, und es gibt mich. Was? Länger brauchen, bis was kommt? Hä? Ja, schau mal. Man kann es auch so machen. Ja, ich hab, weiß nicht, wo meins ist. Keine Ahnung. Hallo Schwein, komm mit Schwein. So, Schwein ist aber momentan noch Fesselhaltung. Also mal Ausschau halten nach noch einem Schwein. Ich sehe noch eins rechts Schwein. neben mir. Oh, hier sind auch Schwein. Ich rette das Schwein quasi vor brennenden Ölquellen. Haben schon Du mal. Schwein. Okay, Du wir haben zwar Schwein. keine So. Zäune, aber schon mal die Schweine. Ja, die habe ich angebunden. Achso, ja, meine kann ich nicht anbinden. Kann meine nur in der Tasche halten. Siehst. Hier oben, da ist noch ein Schaf, das kannst du mal einsammeln hier. Hey, ich schaue mir gerade Schwein ein. Schwein entführt. Mal entführt. So, Bei Schwein. kannst gleich noch, warte, nicht weglaufen. Kannst gleich noch eins anbinden. So, bitteschön. Mal ein normales Schwein gefunden. So, Schwein, Schwein. So, das heißt, wir müssen mal ein paar Zäune besorgen, dass wir da auch mal wieder was abmachen können. Ah, wir brauchen vor allem noch ein Gatter, ne? Ein Gatter haben wir. Gatter habe ich noch. Das kann ich dir da schon hinsetzen. Nee, ich meine jetzt noch ein anderes Gatter, weil da fehlt noch eine Tierart. Ach so, der Huhn. Der Hühnchen. Und du wolltest einen Rentierstall haben. Ja, wie gesagt, ich bin gerade beim Überlegen, wie wir es insgesamt machen. Darum stehe ich hier auch gerade herum. Also erstmal müssen wir auf die kleinen Flächen erstmal pro Tier irgendwie 100 Stück. Ich Wir weiß, dass die sind. NPC im Dorf anfangen, sich Schilder zu basteln und sich da herstellen, ne? Ja. Wir sind gegen Massentierhaltung, wir kaufen euer Essen nicht. Ist mir doch egal. Dann mache ich den Diktator und sag, dann schlachte ich sie ab. Aber nicht die Schafe helfen. Mach ich dann, das ist denn hier so Schafgenozid oder so. Nee, das nennt man dann NPC-Genozid. Das ist dann ganz schön NPC-Rassismus oder so nennt man das dann. Ja. Das werde ich aber nicht zulassen. Da kämpfe ich dann mit denen. Ja. Zu verlieren. Richtig. Oh. Das ist So. ja ein falscher Zaun. Echt kein Zaun mehr? Ja, und ihr habt euch gefragt, warum ich in dieser blöden Mine die ganzen Zäune mitgenommen habe. Ja, jetzt wisst ihr es. Bin schon mal froh, dass das Dorf noch einigermaßen steht. Bis auf die Türen, glaube ich. Glaub sogar, ein Haus hat noch eine Tür. Echt?
Das heißt aber, wenn wir da wieder ein paar mehr Türen hinbauen, nachher irgendwann, dann kommen auch wieder mehr NPCs dahin. Ja. Machen die Babys. Nee, Na da toll. brauchst du, Ding. Ich frage mich nur gerade, ob die auch unsere Häuser dann akzeptieren, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, denen ist, das ist denen egal. Das heißt, wir müssen da dort dann die unsere Altstadt hinbauen. Also unsere Wohngegend. Was suche ich eigentlich gerade? Ich suche Steine. Hallo, das ist falscher Ort zum Steine Steine. suchen. Er ist da Steine drüben. suchen. Ja, und ich habe auch schon mal Steine. Hey. Kappelstones. Mich den. Oh, muss ich jetzt echt erst in die Mine und noch weiter Zäune farmen? Ich habe keine Lust, Zäune zu bauen. Lieber La Und ja, wir reden hier über nicht Usage, sondern Receipt, bitte. Du weißt schon, dass du mit Schrauben. Wir müssen nur die Lathe fertig kriegen. Dann gibst du Schrauben im Tausenderpack. Aber gerade planen wir ja unseren Bauernhof. Genau. Aber ich bin Dann schon muss ziemlich jetzt. weit. Ich glaube, ich habe schon fast alles vorbereitet für die Lathe. Das heißt, wir werden die auch noch fertig kriegen. Mal gucken. Erstmal müssen wir Kannst das du dann mit Eisensrauben dann gucken, das machen? dass wir unsere. Ach, ich. Wir haben so viel Holz. Mach aus Mahagoni mache ich einfach mal Sticks. Ja, und dann kannst du die Sticks dann in die Lathe schmeißen und dann hast du Milliarden Schrauben. Ja, aber wir haben noch mehr als genug. Holz. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier wegen drei Schrauben Kohle verballern müssen, beziehungsweise Steam. Ist ja Quatsch. Alter, was habe ich denn jetzt hier? So. Hä? Ich bin So, zu ich blöd, werde Säulen dann zu bauen. demnächst auch Ihr Gehirnschmalz benötigen. Hinschmelz. Ja. Habe ich doch richtig gemacht, dann war das doch richtig. Kann ich verarschen? So, das in die Mitte. Das außenrum. Erde mehr. Geht Na, auch. klasse. So, 16 Stück müsste erstmal reichen, um das Schweinegatter fertig kriegen. Düp, 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 düp. Hört. Mal weg. Damit die armen Schweine nicht mehr angebunden sein müssen. Nicht, dass es so einer die Tierschutzorganisation am Hals hätte hier oder so. 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 Das hier vorne wird quasi der Viehmarkt. Ja, der Viehmarkt kommt dann auf den Markt. Nee, Viehmarkt ist doch nicht auf dem Markt in der Stadt. Bist du verrückt? Also im Mittelalter war es so. Ja, wir können ja auch den Marktplatz hier drüben bauen. Nee, der kommt in die Nähe vom Dorf, also vom aktuellen. Ja, können wir doch da drüben quasi parallel auf die andere Seite hier. Hier hin. Wollen wir dann hier nochmal eine Brücke bauen? Nee, das heißt, wir werden dann Hier da den den Marktplatz hin. Abzweigung machen Richtung Dorf, ne? Jo. 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 Will ich nicht. Marktplatz. Jo. Will ich immer noch nicht. Ach Marktplatz. da. Dann will ich einen Bauernhof hinbauen. Nein, der kommt auf die andere Seite. Nee, der soll hier anfangen. Ja, kannst du aber auch auf die Seite bauen. Will ja auch noch irgendwo Felder hinklatschen. Ja, genau, weil die 3 Milliarden Blöcke in die Richtung reichen nicht, oder was? Du für Felder machen. Du willst den Welthunger stillen. Jack kümmert sich um den Welthunger und alle sterben an verfettleibig, weil sie alle viel zu fressen haben. Das war J. Das ist dann irgendwann kommt ja die Kampagne, verbrennt die Felder mit dem Essen. Nennt man dann umgedrehte Welt oder so. Also das heißt, du willst dann, okay, das heißt, ich muss dann noch ein Stückchen weiter reingehen. Also Bauernhof hier habe ich gedacht, geht so, deswegen hatte ich hier schon so freigelassen. Also. Was hier so runter geht, hier ein Weg. Und hat man hier rechts hat man so quasi so den Marktstand für die Viecherverkauf und hier links, da und die Richtung, dann 3 Milliarden Blöcke lang ein Getreidefeld. Ja, wie gesagt, vergesst nicht, ich brauche Wieso? auch noch, ich will ja haben. Ich Also, mag's mal in kleinen Blöcken. alle Minderjährigen mal weggucken. Nein, in kleinen Blöcken, warte.
Ja, dass wir das sozusagen aufbauen. Das heißt, du hast hier so einen Durchgang, kannst dann hier durchlaufen. Ja. Und so eine Durchfahrt, so eine Unterführung quasi. Ja, und dann kannst du zum Beispiel sagen, dann kommt hier zum Beispiel hier ein Stall hin. Dann kommt hier der Hühnerstall hin. Und da hinten hast du dann so ein Freilaufgehege für Rehe, für Schafe. Ja, und dann hast du doch hier 8 Milliarden Kilometer Platz, um hier so Felder anzulegen. Ja, die Felder werden da wegen anders ausgucken. Nicht aus Cobblestone? Aber hier, guck mal an, wie schnell. Nein, weil ich. Es wird dunkel. Ich geh ins Bett. Nee, weil du da musst ja noch überlegen, weil irgendwann wollen wir das ja. Oder wollen wir zwei Arten von Bauernhof bauen. Wir können natürlich hier einen altmodischen bauen, wo man dann auch zum Beispiel mit Pistons ernten lassen. Weil Mähmaschinen gibt's nicht. Ja, das ist eine tolle Spitzhacke. Hui! Die ist viel zu schnell. Wenn du normal Stone abbaust, Junge, dann. Ja. Also ungefähr so wie meine Schaufel. Ja, also ich würde dann hier, was ich hier. Erste Hausecke da. Erste Hausecke da? Ja. Und dann da lang und da lang. Ja, alles klar. Okay, aber das werde ich beim Planen und Gucken machen, wenn du dran bist. Ja, und weil dann mir wurde gesagt, wir sollen das so machen, dass wir wegen erzählen, was wir machen und dann am Schluss zeigen, was wir gemacht haben. Also wenn wir immer das so machen, dass wir immer bauen, wenn der andere gerade dran ist. Was? Ihr wollt nicht zugucken, wie wir tolle Häuser bauen? Ja doch, du kannst ja immer wieder vorbeikommen. Baufortschritt angucken. Oder wenigstens in einer Folge, dass wir anfangen und dann, ja, du weißt schon. Ja, schon, ne? Mhm. So halt. In der nächsten Folge dann. Ich meine. So, das heißt, ich gehe mal hier nach oben. Ich habe jetzt bestimmt alles vergessen, was ich brauche. Brain. So, Tin Cable brauche ich auf jeden Fall schon mal 2. Brauche noch ein paar Cobblestone Half Slips. Das ist die Frage, brauche ich jetzt einen Motor oder mehr? Ich brauche, was habe ich gesagt? Die. Was sind denn jetzt hier so breit gemacht? Komisch. Scheiße, ich brauche noch einen Motor. Mist. Ich glaube, es reicht aber einer, ne? Ich bräuchte dann von dir noch einen Dia. Ist im Lager? Ja. Bedeutend dichter dran als ich. Aber ich kann gleich kommen. Kann auch die Folge wieder 3-mal überziehen. Dass du wieder motzen kannst. Ja, alles wie immer halt. Ich unterhalte hier einen Waschweib. Oh, ich brauche wieder 2 Zinnkabel. Toll. Die werden fast nicht reichen. So. Der Tor. Dann brauche. Ich hab mir das Ding gerade angeguckt und hab's mir nicht merken können. Super. Fuck. So. Muss gleich wieder runterrennen. Haben wir denn noch Stahlrotz? Diamanten will er haben. Immer will er Diamanten von mir. Nicht Diamanten, ich will einen Diamant. Wie eine Frau. Einzahl, nicht Mehrzahl. Frau ist Mehrzahl. Ich will nur Einzahl. Ein Diamantring reicht, sagst du, oder? Ja, ich brauche halt für die Laserdiamanten. Hier gehst du alleine. Danke. So. Wie viel habe ich denn noch Rubber? 4 Stück. Nochmal 2 Platten. Ich hoffe, dass es reicht. Ich glaube es zwar nicht. Vorstellen, was Rohrschneider schon verarbeitet hätte. Wenn ein Rohrschneider das ganze Zeug verarbeitet hätte, was wir in den Folgen brauchen, hätten wir noch nicht mal das erste Haus fertig.
Mach ich die Tür zu. Hör dich, wenn er kommt. Das bringt mir nichts. Ich muss runter. Er hat schon einen Pfannhänder an. Hilfe! Ich hab ein Schwert. Nein! Du tot. Du bist ja so Opfer. Den stirbst du ja auch immer bei den Monstern. So viel. Ja, ja. Ja, ich bin nicht OP. Ich habe auch keine Pfanne auf Doom. Ja, das ist die. Irre ist die. Einfach nur irre. Die nächste tolle Waffe, die ich finde, kriege, kriegst du. Sei denn, sie gefällt mir. Super. Sehr schön. Ich wollte mir gerade zwei Stahlrods machen. Weißt du, was ich mir drauf nehme? Eisen. Ja, sehr gut. Was ist drauf? Was ist drauf? Ich weiß. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Aber das Lustige ist, weißt du noch, wir am Anfang totalen Stahlmangel haben und wir kriegen im Moment dann das Deck nicht weg. Ja, aber wir benutzen momentan auch nicht viel Stahl. Doch. Ich baue jetzt schon gerade die fünfte Maschine. Ja, aber das ist ja nicht viel Stahl, das ist ja... Ja, du darfst nicht vergessen, wir reduzieren ja von Maschine zu Maschine zu Maschine. Wie hier einfach mal alle Kisten voll sind. Oh, Scheiß. Ja, einer arbeitet, einer nicht. Ja. Nein, es geht hier um die Futterkisten. Nicht so viel zu essen, das ist eigentlich unglaublich. Aber hungern dürfen wir nie wieder. Werden und wir, Tulpen. Werden wir aber. Tulpen. Also ich brauche nochmal zwei Stahl. Toll. Tulpen. Tulpen. Nochmal zwei Stahl. So, achso, das Haus muss ich auch noch umbauen, ne? Das Haupthaus? Oh. Ja. Ah. Aber das würde ich dann sagen, dass wir das dann mit ins Dorf bauen. Dass wir dann da schöne Häuser hinbauen, da sozusagen auch Wohnungen... Und das jetzt zünden wir an und lassen es dann als Ruine stehen. Nein. Warum nicht? So. Da bin ich eher der amerikanisch eingestellt. Lieber abreißen und neu aufbauen. Bestellst du einen Tornado, oder was? Ja. Achso. Rot. Cutter, Hammer. So, machen wir die Toast noch weiter fertig Cutter, hier. Hammer. So. Table, der kann schon mal... So, dann haben wir hier jetzt den Electric Piston. Gott. Dauert schon wieder 10 Jahre, bis ich den Scheiß hier fertig habe. So, dann brauche ich jetzt zwei Circuits. Landchips. Ich weiß auf jeden Fall, wer die nächste Maschine bauen darf, wenn sie freigeschalten wird. Track. Nee. Doch. Die Assembling-Maschine darfst du bauen. Oh, weißt du, er spielt die ganze Zeit mit seinen Laser-Maschinen herum. Und ich darf so die schwersten bauen, ja. Ist klar. Ja, weil die Laser so einfach ist, klar. Ja, im Gegensatz zu der Assembling auf jeden Fall. Also du zwei Roboterarme bauen musst. Zwei. Ja, zwei Roboterarme brauchst du und dann brauchst du noch zwei Fließbänder und dann brauchst du, glaube ich, einen Maschinencasen und dann brauchst du... Kauf dir einen Lutscher. Kann ich wo denn? Gibt's den doch? Kann auch sagen, kauf dir ein Eisen und halt die Waffel. Nein, das ist so mein. So was sagt man. So. Wollte jetzt gucken, ob ich das so anpflanzen kann. So. Oder muss ich da erst zieht's? Zieht's. Geh mal gucken, welche Felder wir da entbehren können. Fuck, ich brauch... Achso, das ist Zinnkabel. Hilfe! Dadurch, dass ich jetzt gerade... Ah, scheiße, vielleicht das nächste Mal Ehre gucken, ich trottel. Kannst du es nur vergessen. Nee, ich ernte jetzt keine Felder. Eh schon voll die Kiste.
Oh doch, ein Feld werde ich noch ernten. Toll. Toll. So. Ein paar Tomaten in meine Lunchbox. Oh. So, dann ist das hier der Küchencrafting-Table. Da bekommt man Ofen. Was gerade küchenmäßig nicht gebraucht wird. Das Einzige, was ich schade finde, dass das Ding nicht drin ist, ne? Das... Wie heißt's? Cooking for Blockheads. Genau. Ja. Der wäre noch toll. Den könnten wir noch reinmachen. Ja, dann müsstest du die ganzen Rezepte anpassen. So, wir haben mal wieder eine Quest abgeschlossen. Haben wir? Was kriege ich denn wieder? Quest? Achso, dann. LV. Hier. 20 Talers. Und eine Round and Round and Round. Woo! Zentrifug! Claim! Yeah! Lootbag! Zwei Stück! Lootbag aufmachen! Basic Viamil, jetzt will er sie, der Arsch. Wir hätten nur die Lace bauen müssen, toll! Ich habe bekommen einen Hopper. Ich habe 8 einen Dark Oak Wood Sapling. Diesmal hast du die Scheiße bekommen und ich habe 8 Circuits bekommen. Oh, warte, ich muss ja gucken. Nicht, dass er mich hier wieder. So. Diesmal habe ich Blödsinn. Ja, ich habe 8 Circuits. Ich habe außerdem draufgeklickt und habe 8 Circuits bekommen. Juhu! Juhu, und ich mache den nächsten auf und. 1000 Bäume, Setzlinge. Aber schade, jetzt heißt, wir müssen die nächste. Also, das heißt, das nächste Mal vorher die Lace bauen und dann die Wiremill. Die wollen nämlich da genau dahinter. Toll. Naja, ist ja nicht schlimm. Muss man bauen, ne? Ist ein Crafting-Task, ne? Nicht. Ja, Mist. Ja, okay, aber wie gesagt, der zweite Wiremill ist nicht schlecht, weil LV reicht mir eigentlich aus, um Kabel zu herzustellen. In unserer Kabelfabrik irgendwann. Jo. Also, die ist ja schnell genug. Muss ich sagen. So, habe ich jetzt mein Inventar. Das habe ich. Aufgeräumt. Wir haben alles fertig. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Jetzt kommt hier ein Stick rein. Und er scheißt mir was. Warum? Weil du da Bolts reinmachen musst und keine Sticks. Ach so, stimmt. Dafür brauchst du den Cutter. Das wird auch einer der nächsten Maschinen, die wir brauchen. Ah, ja. Was, wenn ich alles brauche? Also wir brauchen und eigentlich brauchen wir, wenn wir alles haben, was wir brauchen, brauchen wir was anderes. Ne? Das war die Philosophiestunde mit Vorschneider. Herzlichen Glückwunsch. Der Mensch ist nie zufrieden. Nee. Nie nicht. Ja, weil sonst eben wir ja noch in der Steinzeithöhle hocken und die Wände beschmieren. Ja, das ist bestimmt auch witzig. Mit Fingerfarben. Ja, ist auch cool. Hallo? Heute wirst du als kindisch abgestempelt, wenn du mit Fingerfarben spielst. Ja, aber die Fingerfarben sind Blut. Und das mit Mitte 30, na toll. Ich habe immer gern mit meiner Nichte mit den Fingerfarben ins Wohnzimmerfenster meiner Schwägerin verspielt. Die hat sich auch immer ganz doll gefreut. Ja. Also, so gar nicht. Sei froh, dass Waffen nicht erlaubt sind. Ah, ne, ja. Das wäre so das nächste gewesen, wahrscheinlich. So, was steht denn hier eigentlich noch rum an Tables hier? So, aber ich habe die Lace fertig. Ich habe die ersten Schrauben somit hergestellt. Ich bin zufrieden mit mir selber. Das ist ja immer sehr super. Ich bin auch zufrieden mit der Zeit, wo ich es geschafft habe. Und dann geht's beim Rohrschneider beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.